Hi zusammen, ich möchte heute mit euch über Fotoequipment sprechen, was sonst so keiner mal anspricht, glaube ich. Meistens wird immer über Objektive, Kameras, vielleicht auch noch Gimbal, Stative und Mikrofone gequatscht, aber so Kleinigkeiten werden meistens immer nicht berücksichtigt. Deswegen zeige ich euch, was ich jetzt für mein Zusatzequipment im Grunde Neues bestellt habe. Ich habe es noch nicht ausgepackt. Ich weiß nicht, ehrlich gesagt, können auch noch ein paar andere Sachen dabei sein. Aber ich versuche mich darauf zu konzentrieren, euch nur die fotografischen Sachen zu zeigen. Legen wir los. Hi nochmal. Ich bin Daniel, ich bin Sportfotograf und Wingfoiler und dieser Kanal mixt sich ein bisschen aus allem. Also wenn ihr am Wingfoilen Interesse habt, dann könnt ihr euch auch gerne hier mal umschauen. Wenn ihr nur für die Fotografie hier seid, auch da findet ihr ohne Ende Material. Wenn ihr eure Fotografie aufs nächste Level bringen möchtet, ich habe ein kleines E-Book geschrieben, was für Fotografie-Beginner und für Fortgeschrittene geeignet ist. Schaut einfach mal unten in der Videobeschreibung nach. Es gibt hier auch noch ein Video direkt zum E-Book. Und da wird erklärt, wie ihr das bekommt. Schaut einfach mal da rein und dann legen wir jetzt mal los und packen meinen Kram aus. Ich glaube, das ist schon mit das Coolste, was ich bestellt habe. Und zwar ist das... Nee, ist doch nicht. Das ist neues Reinigungsequipment. Ich habe... ich war ja in Kapstadt und es war immer sehr windig und sehr sandig und ich habe bis dato noch nicht meine Kameras gereinigt, deswegen habe ich mir mein neues Equipment geholt und auch dazu werde ich gerne ein Video machen. Also wenn ich dann mein Kameraequipment reinige, nehme ich euch natürlich dann mit und zeige euch, wie ihr das vernünftig macht. Das ist nicht unbedingt für Fotografie. Ich habe mein Handy ziemlich zerstört und habe feststellen müssen, dass die Reparatur so teuer ist, dass ich mir das nicht gönne. Und deswegen habe ich mir eine Hülle geholt. Also das ist nicht zwingend für die Fotografie. So, dann haben wir das hier. Und das könnten wir eigentlich schon mal direkt ausprobieren. Das habe ich mir jetzt zum YouTube-Videos machen organisiert. Wie ich das letztendlich umsetze, weiß ich noch nicht ganz genau. Aber... auch da ist wieder ein bisschen der Geldfaktor im Spiel. Und zwar möchte ich für euch in den YouTube-Videos einen besseren Sound haben. Das Problem ist, die Mikrofone, die ich mir rausgeguckt habe, kosten so an die 300 bis 400 Euro. Dementsprechend ist es im Moment nicht drin. Und ich habe ein AUX-Kabel, eine Verlängerung für das AUX-Kabel. Das ist nie verkehrt, das ist 3 Meter lang. Und jetzt kann ich das praktisch mit meinem Mikrofon an die Kamera verbinden und dann 3 Meter lang wie so ein Overhead-Mikrofon im Grunde benutzen. Und das ist alleine schon ein bisschen besser, weil so kann ich mir in den YouTube-Videos den Sound ein bisschen näher holen und der Sound wird dann einfach schon mal besser für euch. So, dieses Ding hier, da ist ein Aufkleber drauf, HSU steht da. Ich habe die Sachen alle selber gekauft, also das ist kein Werbevideo oder sonst irgendwie was. Also ich habe da ganz normal die Amazon-Preise bezahlt, die jeder andere auch bezahlt. So, dieses Ding hier habe ich mir auch im Grunde so für die Social-Media-Geschichten geholt. Und zwar, damit ich wieder bessere und interessantere Behind-the-Scenes machen kann, hier eine GoPro-Halterung für meine GoPro Max. Das schraube ich in den Blitzschuh rein und dann ja ganz normal hier die GoPro drauf und so habe ich dann direkt die 360 Grad View auf meiner Kamera und kann euch so ein bisschen zeigen, wo ich rumrenne und was ich fotografiere. Auf meinem Wassergehäuse habe ich das ja auch, da habe ich einfach den normalen Schuh drauf und da kann ich die 360 Grad Kamera oben drauf stellen. Super cool, macht super viel Sinn und Spaß. Genau, die Welt schreitet voran und ich habe die Geschichte fing an mit meiner Uhr. Ich benutze hier die
Garmin Solar Surf oder sowas heißt die. Und die hat so ein ganz spezielles Ladekabel. Will er nicht. Naja, auf jeden Fall hat die Uhr ein ganz spezielles Ladekabel. Und meine Freundin war so lieb und hat mir eins bestellt. Und jetzt ist es angekommen mit einem diesen kleinen USB-Anschlüssen. Und da hat natürlich kein Mensch ein Ladegerät für. Und deswegen habe ich zwei von denen hier bestellt. Das sind Schnellladestecker mit mehreren Öffnungen. Also man, die gehen... Was stand da drauf? Ach, da ging auf jeden Fall einiges rein. Und da sind zwei USB-Stecker und zwei Micro-USB-Stecker drin. Und davon habe ich zwei Stück bestellt. Einfach, weil man dann vielleicht mit einem Stecker auch mal mehrere Dinge gleichzeitig laden kann. Funktionellerweise. Ich weiß nicht, was das ist. Das ist wie Weihnachten. Ah, genau. Ich habe in Kapstadt meinen XQD-Kartenleser irgendwie verlegt. Und das ist ein neuer. Also, neue Kameras, ja. Tolle Kameras, teure Kameras, ja. Aber ihr müsst auch eure Speicherkarten auslesen können. Jetzt geht es wieder. Also ich habe ganz lange jetzt einfach den USB-Stecker an der Kamera direkt benutzt. Und jetzt bin ich froh, dass ich aber die Speicherkarten wieder rausnehmen kann und hier meine Speicherdaten an den Computer bringen kann. Ich kann mir vorstellen, das gehört irgendwo zu. Ah, Displayschutz. Ah, jetzt dämmert's mir. Steht da nicht drauf, null. Ich habe Schutzfolien für meine Nikon Z6 II geholt. Also, das sind so wie die fürs Handy, dass man den Bildschirm nicht so zerkratzt. So, und jetzt kommt das, was ich eigentlich eben dachte, was ich in der Hand habe. Man sieht ja einmal den Größenvergleich. ich habe für meine Action-Cams, das einmal die GoPro Max ist und die DJI Osmo Action, habe ich ein neues Kit gekauft mit so Zubehör. Die gibt es bei Amazon. Ich habe die von Neua genommen. Einfach, weil Neua meiner Meinung nach auch noch eine günstige Marke ist, die aber schon ein bisschen mehr Qualität gerade bei diesen kleineren Dingern hier bietet, bei diesen Angebotsdingern. Das ist, glaube ich, auch eine China-Marke, aber die ist schon sehr, sehr groß und dementsprechend kann man da das Equipment auch ganz gut von nutzen. Ich habe schon öfters mal solche Dinger bestellt. Ich sortiere mir die immer um, so wie ich die brauche und verkaufe dann Dinge, die ich doppelt habe. Und das ist immer super cool. Zum im Wassersurfen, dieser Griff zum Beispiel, da könnt ihr die Kamera drauf mounten, das könnt ihr vorne so in den Wetsuit reinpacken und selbst wenn das mal rausfliegt, dann schwimmt das halt mit der Kamera dran an, oben. Das habe ich jetzt auch lieben gelernt, das ist so eine Klammer, die kann man sich super hier hinstecken. Und dann auch mit der 360 Grad oder irgendeiner Actioncam, die nach vorne filmt, einfach super filmen und stört nicht und sieht auch nicht ganz so bescheuert aus. Dann sind hier Halterungen für Helme, die man so aufkleben kann. Hier sind dann die Schlitten, die man dann in die Halterungen steckt. Dann haben wir hier, der sieht gut aus. Könnte so ein Handgriff sein, aber den haben sie ein bisschen modifiziert. Früher waren das immer nur so dünne Schlaufen. Jetzt ist das richtig crazy. Nicht schlecht, mit doppelter Sicherung hier. Kann man hier von, sieht man von hier unten noch fest.
auch mal eine Überlegung, vielleicht beim Wing das so zu nutzen. Könnte auch ein ganz cooler Blickwinkel sein. Man kann das hier oben noch drehen. Und in die richtige Richtung drehen. Boah. Den kann man auf jeden Fall mal ausprobieren. Das ist normalerweise, dieser Handgriff ist normalerweise so ein Gerät gewesen, was ich nie so gerne benutzt habe, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das einfach ja, störend war so ein bisschen und man war sich nie sicher, ob das wirklich hält. Ich muss das mal gerade ein bisschen heller machen für euch. So, so ist das von der Helligkeit doch viel besser. Ja, also der Handgriff, super duper wertig. Hätte ich jetzt im Leben nicht mitgerechnet. Bin schon am überlegen, wie man da seine Wingleash dran kriegt. Okay, dann hier noch diese Kopfgurte. Die verändern sich eigentlich niemals, habe ich das Gefühl. Hier vorne schraubt man das Ding dran. Ich benutze die so gut wie nie, weil wenn ich die im Wasser benutzen würde, dann ja, sind die nicht so... ja. Bombe. Die Dinger, ich habe mich am Anfang immer gefragt, was soll das? Was ist das? Wozu brauche ich das? Das sind Schwimmer, die könnt ihr euch praktisch hinten an eure Halterung oder Actioncams kleben und dann schwimmt die Actioncam. Hier ist noch eine Halterung fürs Stativ, einfach noch eine weitere Halterung, ein Saugnapf und hier oben sind noch Tüten drin, ein Brustgurt, so eine Klemme für so ein Rohr. Und ein paar Verlängerungen, die sind auch richtig gut und wichtig bei der 360-Grad-Kamera, weil die immer so ein bisschen Abstand braucht, damit die, wo man das vermeintlich alles reinkriegt, aber die sind meistens immer zu klein für alles. Da drinnen sind hier so ein Klett-Dingsbums, Wattepädchen. Das ist der Armgurt, den ich kenne. Ja, so ein dünnes Bändchen. Dann hier Aufkleber für die Patches zum Aufkleben der Halterung. Ein Bändchen für das hier. Auf das freue ich mich richtig, weil ich wollte es früher immer haben, habe es mir nie gekauft. Es gab diese Gorilla-Pots. Und das ist so ein Ding, natürlich in billig, aber ihr könnt das knicken, ihr könnt das so festmachen überall und könnt dann hier oben die Kamera draufschrauben. Hält natürlich auch nicht viel. Für die GoPro reicht es dicke und das ist eigentlich mega geil. Ja, cooles Ding. Ich hoffe, das hält ein bisschen was aus. Noch so ein Magic Arm. Den werde ich definitiv mal zum Filmen auch am Wing ausprobieren. Die Selfie-Sticks scheinen auch immer ein bisschen... Na, nicht unbedingt. Ich wollte gerade sagen, die Selfie-Sticks scheinen auch immer wertiger zu werden. Aber... Da ist nur unten ein Griff dran gekommen und ordentlicher. Das hier oben ist... Das war's im Grunde schon. Ich hoffe, euch hat das kleine chaotische Video gefallen. Ihr konntet ein paar wichtige, nützliche oder informative Dinge mitnehmen. Wenn ja, schreibt gerne auch einen Kommentar. Liked das Video natürlich und abonniert den Kanal, wenn ihr keine zukünftigen Videos verpassen möchtet. So unterstützt ihr mich und ich kann mehr von diesen Videos machen und euch noch mehr... Quatsch zeigen, ich kaufe. Ich wünsche euch gutes Licht, guten Wind und dann sehen wir uns nächste Woche zu einem neuen Video wieder. Bis dahin, alles Gute und tschüss. Ich zünd mich an. Du bist ja noch da. Pass auf, dann habe ich einen kleinen Bonustipp für dich. Wenn ihr Dinge im Internet bestellt, Rucksäcke, Elektronik, was auch immer, da sind diese kleinen Beutelchen drin und die könnt ihr super in eure Kameratasche schmeißen, damit, wenn da mal Feuchtigkeit reinkommen sollte, die von diesen ganzen coolen, lustigen Dingchen, Steinchen da drin, aufgesaugt werden. Jetzt aber Video vorbei. Reingehauen.